Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer Runde Let's Play Clash of Clans. Und heute reden wir ein bisschen über die eine Juwelen Winter Sonderangebot Schub bei Clash of Clans. Ja, einige Leute von euch denken sich wahrscheinlich so: Was kann man darüber bitte besprechen, beziehungsweise was kann man darüber bitte labern und keine Ahnung. Denkt euch wahrscheinlich so schon, aber ich habe mir da ziemlich viel rausgesucht, was ich darüber besprechen möchte. Das machen wir natürlich jetzt auch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Und zwar diese ganze Schubaktion hat ja begonnen, ich glaube, nach Weihnachten. Ich sage jetzt grob, Leute, ich kann es nicht 100% sagen, aber ich glaube, 4 Wochen oder so läuft das jetzt schon. Es gibt 4 Wochen. Das ist immer das erste Krasse, was ich mir so denke. Clash of Clans macht 4 Wochen Schub für eine Juwele. Wow! Das ist eigentlich extrem krass, Leute. Also, Clash of Clans, danke an euch. Das ist sehr nett von euch, aber ich habe da noch meine Kritik, die werden wir gleich im Video ansprechen. Und ja, ich komme immer zum Positiven, sage ich mal. Das Positive ist natürlich, lass mal übrigens einen Angriff laufen. Das Positive ist natürlich, man bekommt ohne Ende Loot. Ich habe in der ganzen 4 Wochen Schubaktion, wo das geht ja schon seit 4 Wochen, jetzt war eine Juwele, habe ich ja gerade schon erwähnt. Da habe ich jetzt wirklich, ich kann es nur schätzen, aber ohne anzugreifen. Ich habe nie angegriffen in dieser ganzen Aktion. Habe immer nur gewartet und habe halt gewartet, bis die Minion-Sammler mir den Loot in den Arsch schieben. Mir wurde auch mal sehr viel gestohlen, aber ich habe trotzdem, glaube ich, würde ich sagen, es ist auch nur geschätzt, ich glaube, es gibt locker 10 Millionen von beiden. Von beiden. 10 Millionen, also richtig viel. Ich würde sogar fragen, ne, es ist noch mehr. Das ist echt unnormal. Vor allem sind wahrscheinlich 20 Millionen von beiden, habe ich in dieser Schubaktion schon bekommen. Ultra krass. Also, Clash of Clans scheint halt sehr nett zu uns Clashern zu sein und gönnt uns einfach mal, ja, gibt uns einfach mal eine mega lange Schubaktion. Finde ich auf jeden Fall richtig korrekt. Das ist halt so das Positive. Man bekommt dann ohne eine Loot einfach. Das ist halt wirklich geil. Also, ich schätze auch, dass mit Clash of Clans natürlich auch wieder so ein bisschen die Leute werden durch aktiver werden. Die wollen halt immer wieder aktivere Spieler. Das gibt auch für die Geld und alles wegen Gems und Downloadzahlen und alles mögliche, das Spiel weiterempfohlen wird. Ist auch egal, ihr kennt die ganzen Geschäftsideen und so. Aber auf jeden Fall, sie wollen das, schätze ich jetzt ich mal, dass sie halt wieder durch diese Schubaktion aktivere Clash haben wollen. Die wollen wieder Leute, die aktiv zocken, die wollen wieder Leute, die dann auch öfter angreifen und alles mögliche, weil durch diese Schubaktion gibt es auch mehr Loot. Und deswegen gibt es auch wieder Leute, die öfter angreifen und so. Also die kriegen natürlich auch, die haben ja auch so Tricks. Dadurch kriegen die wieder sehr viele aktive Clasher. Ich komme jetzt einfach mal zu meiner Kritik. Und zwar, meine Kritik ist so, es ist irgendwie vielleicht übertrieben. Ich kann jetzt nicht 100% sagen, ob es das Spiel kaputt macht. Aber ich würde fast sagen, das Spiel macht so ein bisschen kaputt zurzeit. Weil du kriegst halt jetzt 4 Wochen lang, kriegst du jeden Tag hier ohne den Loot geschoben. Und ich weiß nicht, wie lange die Aktion jetzt noch geht, aber die müsste bald mal aufhören, weil das ist ja mega überpowered eigentlich. Aber naja, ich will jetzt auch nicht zu viel da kritisieren, denn. Also, ich sag zwar, jetzt ist es vielleicht übertrieben, dass man das Spiel kaputt, obwohl ich das. Ich kann euch kritisieren, Leute. Ihr wisst, Clash of Clans hat da Experten, die das ausrechnen, ob das Spiel kaputt macht. Die haben Leute, die das Spiel bewerten und dadurch wissen die, wie die Leute das Spiel. Also die Meinung und so. Die haben alles Mögliche von Spielern, ihre Meinung und alles Mögliche haben die halt zur Verfügung. Dann passen die das optimal an. Die haben da echt richtige Experten, das wisst ihr ja auch. Da gibt es immer sehr viele Experten und so, die sich das halt alles ausrechnen, also kann ich eigentlich auf Clans nicht kritisieren, dass das Spiel vielleicht kaputt macht. Das werden die schon alles locker überprüft haben, das kann ich euch sicher sagen. Aber ich mache mir trotzdem ein bisschen Gedanken, weil es ist halt irgendwie schon ein bisschen krass. Man kriegt halt extrem viel Loot. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, wie viel Loot schätzt ihr, habt ihr seit dieser Schubaktion bis jetzt bekommen, ja. Nur durch die Minion, ach wohl, das ist krass. Schreibt dahinter, also wenn ihr das Kommentar schreibt, schreibt dahinter, nur durch Minion-Sammler oder durch Minion-Sammler und Angriff. Weil manche Leute wissen den wahrscheinlich nur durch Minion-Sammler-Loot, wissen die gar nicht mehr. Dann schreibt einfach unseren gesamten Loot, schreibt dahinter, Minion-Sammler und Angriffe oder halt nur Minion-Sammler. Und dann schaue ich mir das mal an, interessiert mich auf jeden Fall. Natürlich weiß ich auch, wenn ihr es in den Kommentar schreibt, ist das alles nur geschätzt, weil ihr könnt es ja auch nicht mehr auswendig wissen, wie viel Loot ihr bekommen habt. Bei mir war es jetzt auch nur geschätzt, also ja. Ich habe über das Thema mit dem Anjuwelenschub, hat glaube ich noch kein YouTuber ein Video drüber gemacht, aber ich dachte mir, da kann man sich doch mal ein Video drüber widmen, vor allem weil es keiner gemacht hat, ist halt irgendwie ganz interessant, würde ich einfach mal sagen. Deswegen mache ich das halt hier auch.
Ein bisschen bitter ist eigentlich, dass die Schubaktion jetzt schon kam, weil ich habe meine Bohrer leider noch nicht auf Max für Rathaus 9 und dadurch geht jetzt sehr viel Loot verloren, weil ihr seht, ich habe geboostet, die Bohrer waren jetzt voll, wie ihr gerade gesehen habt, bevor die Minions das zerstörten, die Bohrer waren bis oben voll und haben nicht mehr produziert. Ist natürlich bitter, dadurch geht richtig viel Loot geht dadurch verloren, richtig viel Dunkles. Hätte ich sie schon höher, dann könnten die mehr lagern und so, aber habe ich halt ein bisschen versaut. Ich wusste ja nicht, dass so eine lange Schubaktion kommt. Vielleicht war es auch irgendwo im Internet angekündigt, dass es kommt. Vielleicht steht auch im Internet, wie lange die noch geht. Da habe ich mich jetzt nicht drüber informiert. Ich habe mich für die Folge hier gut vorbereitet, was ich sagen möchte und so, aber darauf habe ich jetzt nicht geguckt. Das muss ich sagen, ist ein kleiner Fehler, der mir unterlaufen ist. Sorry dafür. Hätte mich eigentlich noch erkundigen sollen und euch Infos geben sollen, wie lange die ganze Schubaktion noch dauert, aber habe ich verpeilt. Ja. Es war auch ein großer Fehler von mir mit der ganzen Situation, dass ich meine Base schon gebaut habe. Denn ihr seht, ich habe eine Base, wo der ganze Loot, beziehungsweise das Dunkle hauptsächlich richtig auf dem Präsentierteller steht. Also es war ein bisschen trottelig, hier stehen mein Dunkles, da stehen meine beiden Bohrer, hier stehen die. Also ein bisschen trottelig, aber ich war einfach zu faul, das umzubauen. Die Schubaktion läuft jetzt immer noch, also es ist eine krasse Sache, muss ich mal sagen. Nice eigentlich. Wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen die positiven Sachen und die negativen Sachen angeschaut. Die meisten, die hier zuschauen, nee, alle, die hier zuschauen, werden wahrscheinlich sich sagen, ich finde es eh positiv. Ich finde es eigentlich auch positiv. Klar, ich freue mich auch über mal so einen Loot-Schub. Aber trotzdem überlege ich mir halt so innerlich so ein bisschen, macht das vielleicht das Spiel kaputt? Aber wie soll. Jetzt muss ich mich eigentlich mal selber so mir selber eine Frage stellen. Und zwar, lieber Heiko, nee, war ein Witz. Aber Heiko, kann ich mich eigentlich selbst so fragen. Wie soll das bitte das Spiel kaputt machen? Ist halt eigentlich wirklich so. Weil. Das habe ich mich noch gar nicht gefragt. Das Spiel kannst du ja eigentlich gar nicht wirklich kaputt machen. Dann fühlen wir uns jetzt nicht mal, das ist jetzt gerade zu lachhaft. Das kann, nee, das habe ich echt ein bisschen falsch gedacht, euch sowas zu behaupten. Weil wie soll das das Spiel kaputt machen? Ja gut, doch, es kann schon das Spiel kaputt machen. Es kann halt sein, dass dadurch alle Leute jetzt richtig an Loot bekommen und alles upgraden. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Das macht jetzt nicht extrem das Spiel kaputt, aber irgendwie schon ein bisschen. Weil man wird halt so, ach, der Loot kommt doch, ich kann offline gehen. Juckt mich nicht, ich gehe einfach offline. Also, naja. Okay. Ja, also dazu könnte es halt jetzt irgendwie kommen. Weiß ich, das mache ich ja zurzeit. Ich sag mir einfach, ich habe hier seit 2 Wochen keine Truppen mehr ausgebildet, seit einer Woche und sah mir auch einfach so, okay. Ja, in einer halben Woche da, seit einer Woche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so lange habe ich keine Truppen mehr ausgebildet, weil ich mir auszusagen, ich kriege den Loot einfach, bekomme ich den. Also irgendwie machst du schon ein bisschen das Spiel kaputt, aber nicht so wirklich. Man weiß es nicht. Es gibt sehr viele positive und negative Sachen. Leute. Ihr müsst das Video jetzt übrigens nicht disliken, wenn eure Meinung da anders ist. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, weil es gibt manche Leute so, du laberst da so eine Scheiße, das kommt jetzt gar nicht kaputt, du laberst Kacke, deine Kritik ist unnötig und disliken das Video. Ja gut, schreibt in die Kommentare, was ich denn eure Meinung dazu ist und so. Das war's auf jeden Fall jetzt für heute. Mein Kritikpunkt und mein positiver Punkt, also beides so zusammengefasst. Sag ich einfach, wir haben ein bisschen drüber geredet, über den Schub bei den Minen und Sammlern. Das war's für heute. Mach's gut und ciao.